Ja, neues Gesicht beim 1. FC Düren. Zum dritten Mal im Einsatz, heute im Auswärtsspiel in Wegberg auf dem Felde. Zur Halbzeit 1:0 zurück. Wollen wir gar nicht drüber reden, ne? Über den Rückstand wieder. Der Trainer hat ja die passenden Worte vermutlich wieder gefunden. Aber in der zweiten Halbzeit mit einem anderen Gesicht. Und du als neues Gesicht, wie hast du die zweite Halbzeit denn aus deiner Sicht gesehen? Ich finde, dass wir hochverdient gewonnen haben. Im Endeffekt, ich glaube, der Gegner war dreimal im 16er. Machen sie einmal ein Tor, wir rennen an. Ja, der Trainer hat es angesprochen, dass wir diese Gegentore, diese dummen mal vermeiden sollten. Aber ich finde, wir haben eine Reaktion heute gezeigt als Mannschaft und wir haben verdient gewonnen. Ja, du bist spät zur Mannschaft zugestoßen, ne? Als letzte Neuverpflichtung, glaube ich, richtig? Ne? Nicht als letzte Neuverpflichtung? Leon war letzte. Ja, Leon war der Letzte, aha, okay. Wie fühlst du dich denn in Düren, beim 1. FC Düren jetzt, nach den drei Spielen? Ja, ich fühle mich wohl. Ich finde, man sieht, dass in dem Verein hier was entsteht. Die Mannschaft ist super, es sind gute Charaktere drin, Trainerteam ist top, also bis jetzt ist alles okay. Du kommst aus dem Süden, richtig? Wie bitte? Du kommst aus dem Süden, ne? Ich komme aus dem Süden, ja. Ja, was zieht denn vom Süden zum Westen? Ja, der Kontakt kam über den Trainer zustande und ja, da hatten wir ein paar gute Gespräche und dann habe ich mich dafür entschieden, weil ich mich überzeugt habe. Wie hast du denn heute die roten Karten beurteilt? Wie kannst du denn die roten Karten beurteilen? Zwei Stück, ne? Ja gut, das eine ist eine klare rote Karte, ist eine Notbremse, das andere habe ich nicht gesehen, kann ich gut. Okay. Jetzt endlich an der Mariawalder Straße die nächsten Heimspiele, fühlt man sich sicherer, ne? Wenn es durch ist. Ich freue mich drauf.